Ja, der ist so geil. Kaufen Sie jetzt bei mir ein. Ich habe alles, was das Herz begehrt. Papier, Wundertüten, Postkarten. Einfach alles, was mit einem Windbrunnen zu tun hat. Und wenn Sie jetzt bestellen, dann bekommen Sie sogar einen Preis. Hahaha, bei der ersten Abholung. Ist das nicht unglaublich, Mary? Ja, Paul, das ist unglaublich. Ah. Ja, gut, wir reden mal mit dir. Ne, wir gucken uns den erstmal an. Das muss der Händler sein. Reden wir mit dem. Hallo, Herr Verkäufer. Herzlichen Glückwunsch. Du bist der 5. Kunde. Ist das euer Ernst? Oh, wow. Habt ihr was gewonnen? Ja, ihr könnt kaufen, was ihr wollt. Juhu. Also vorher dürfte man nicht kaufen, was man will. Man kriegte was er wollte. Jetzt sag ich Wundertüten. Ich hab's gewusst, ich hab's gesagt. Was habt ihr denn noch so im Angebot? Na, zum Beispiel diese Kiste hier. Na, zum Beispiel. Wow. Du bist so leicht zu beeindrucken. Ja. Das ist ja noch nicht alles. Darin befindet sich die schärfste Chili der Welt. Nur für Erwachsene, wenn ihr versteht. Wir sind erwachsen. Er hat Asposien gerettet. Mit deiner Hilfe. Ich war im Gefängnis. Ja, schon ganz oft. Und immer zu Recht. Nein, ich bräuchte einen Nachweis. Was für einen Nachweis? Na, Sachen, die nur Erwachsene haben können. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, Stress, Steuerschulden, Alkohol. Oh nein, wo bekomme ich denn jetzt Steuerschulden her? Kann ich die Chili-Kiste haben? Dann beweist mir erstmal, dass ihr erwachsen genug seid. Scheiß auf Chili. Ich kann auch keine Chili essen. Die ist viel zu scharf. Also, Wundertüten. Wir sind ja Kinder. Ich freue mich auch über Wundertüten, wenn die nicht so billig sind, sondern coole Wundertüten. Ach ja, schöne Kindheit in den 90ern. Ah, heute ist alles doof. Oh, ihr habt auch Wundertüten. Was ist denn da drin? Flötennase. Der Sinn einer Wundertüte ist, dass man nicht weiß, was drin ist. Wenn man ganz viel Glück hat, ist ein Hufeisen in der Tüte. Naja, unter uns gesagt, meistens sind Kleeblätter drin. Ich nenne es Wundern, ohne sich allzu sehr zu wundern. Das ist die unspannendste Wundertüte, von der ich jemals gehört habe. Ich find's super. Ich mag keine Überraschungen. Sucht euch einfach eine Wundertüte aus und lasst euch nicht allzu sehr überraschen. Ich meine, man merkt den Unterschied am Gewicht ja gar nicht, wenn auch nur ein Hufeisen drin ist oder nur ein Kleeblatt. Ja, das merkt man garantiert nicht. Auf so Messen gibt es auch immer solche Tüten. Kauf jetzt eine Tüte von One Piece für 20 Euro. Und dann sind da zwei Artikel drin, die noch nicht mal im Ansatz so viel wert sind. Solche Überraschungstüten kaufe ich schon gar nicht, da ist meistens nur Schrott drin. Aber so richtige Wundertüten wären mal wieder geil. Ach ja, oder ein Frufo. Die 90er waren schon schön. Und in den Wundertüten sind wirklich nur Kleeblätter? Naja, manchmal auch ein Hufeisen. Fantastisch! Ein Schild, Geschäft, Geschäftsschild. Euch gehört also dieser Laden? Was verkauft ihr hier denn so? Ernsthaft? Ja, genau. Also die Wundertüten gehen am besten über die Theke. Ich habe auch viele Sachen selbst gemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jemand haben will. Was denn zum Beispiel? Also, ich habe da dieses Mittel erfunden, das gegen alle möglichen Krankheiten hilft. Aber was soll man damit machen? Ich finde, das hört sich brillant an. Oder diese kleine Bürste hier, mit der man seine Zähne sauber machen kann. Haha, wer braucht denn sowas? Ja. Kein Asposer, den ich kenne. Naja, aber vielleicht würde das die meisten Zahnprobleme lösen. Oder ich habe ein System entwickelt, mit dem man sein Geld verwalten könnte. Ich nenne es Bank. Das ist genial. Niemand in Asposien kommt mit dem jetzigen System klar. Aber ich bin nur ein einfacher Verkäufer. Ich würde das mehr als Hobby bezeichnen. Und das ist eine riesengroße Warze oder Pickel in deiner Fresse. Dass das Windlied gar nicht gehört. Ist gar nicht Kraft, dass in der Flötennase steht. Sehr merkwürdig. Aber wenn du die Bank erfunden hättest und die Zahnbürste.
und ein Mittel, das gegen alle Krankheiten ist. Alter, du wärst Milliardär! Du hättest für immer ausgesorgt, Junge! Ach Gott, Junge, was ist denn los mit der Gesellschaft in Asposien? Und? Noch mehr brillante Ideen? Nun ja, ich habe ein Gewächs entdeckt, das einen praktisch betrunken macht, ohne dass man trinken muss. Was? Aber es ist nicht das gleiche wie betrunken. Man ist eher hibbelig. Ja, hört sich prima an. Kann ich das mal probieren? Du kiffst jetzt nicht. Robert, lass das lieber. Na gut, dann vielleicht ein andermal. Ja, wenn wir Asposien gerettet haben, nehmen wir so viel wir wollen. Das Alter. Könnt ihr dann bei mir kaufen. Alter, super, danke. Ernsthaft jetzt. Ich wollte anfangen zu kiffen. Also das ist definitiv kein Kinderspiel, auch wenn es so aussieht. Das ist ja so geil. Ja, wir kiffen ein. Willst du kiffen? Warum ist euer Laden denn hier oben? Hier kommen so wenige Leute hin. Eben. Genau. Denk mal drüber nach. Niemand, der mir das Geschäft streitig macht. Kein anderer würde hier seinen Laden eröffnen. Das ist genial. Ach, Flötennase, ach, Verkäufer. Manchmal denke ich, niemand kann Asposien vor sich selbst retten. Richtig. Das ist genau so, was ich eben meinte. Auf Wiedersehen. Beehrt uns bald wieder. Wieder. Hey, kaufen! Das ist so blöd. Oh, wie hübsch. So blöd! Kann ich so eine Wundertüte haben? Ich weiß nicht. Könnt ihr mir was anderes dafür geben? Robert, hast du irgendwas zum Tauschen? Was du ihm anbieten könntest? Mal überlegen. Warum? Ich hätte Geld? Okay, Geld kann man immer gut gebrauchen. Ich gebe euch mein Zeug für Geld. Oh, ne Scheiße. Ja, ist das blöd. So ein Haufen Geld. So viel habe ich noch nie verdient. Es ist nur Wechselgeld. Das wundert mich gar nicht. Dafür kannst du dir nehmen, was du willst. Auch so oft ich will? Ein richtiger Geschäftsmann. Solange der Vorrat reicht. Ja. Alles klar, nehmen wir 30 Wundertüten. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Toll. Kleeblätter. Ja, bestimmt. Ich möchte diese Wundertüte kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß. Ah, leider nur Kleeblätter. Aber beim nächsten Mal wird es bestimmt ein Hufeisen. Irgendwie habe ich das Gefühl, mit reinem Glück gewinne ich keins. Tja, wenn man bloß wüsste, wo das Hufeisen ist, was? Darf ich mein Pendel zu den Wundertüten befragen? Sicher. Magnetismus. Ich möchte genau diese Wundertüte hier vorne kaufen. Bitte sehr. Viel Spaß damit. Ein Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Ist auch ein Magnet. Ihr habt ja wirklich das Hufeisen gewonnen. Toll! Ich wusste, das Pendel ist für irgendwas gut. Komm, zieh mal deine Nase schon wieder auf hier. Komm. Nein, ich bin froh, ihn gerade nicht tragen zu müssen. Na schön, löchrige Nase. Schild. Hallo, Schild. Das kann man also gewinnen. Das Hufeisen sieht eher wie ein Magnet aus. Und das für einen Haufen Wechselgeld. Ist das nicht toll? Was willst du nur von mir? Keine Ahnung, warum müssen wir uns überhaupt anfassen können? Naja, gut. Da steht, Achtung, extra starke Chili. Nur für Erwachsene. Nur für Erwachsene. Claudi. Vorsicht, da ist eine extra starke Chili drin. Wenn du sie kaufen willst, musst du beweisen, dass du erwachsen bist. Reden wir erstmal mit... Nee, da war... Oh,
Statue. Pandur, der alte Windmönch. Damals hatte er seine Brille noch. Und er sah wesentlich wütender aus. Nehmen wir den mit. Damit warte ich, bis meine Arme dran... Ja, ja. Hey, Pony. Oh, das Pony sieht ziemlich mitgenommen aus. Ja, so richtig verfilzt und verranzt. Ich bin doch hier. Ja. Und er hat kein Horn mehr, aber die Stimme passt irgendwie nicht zu dem. Der müsste viel... Ich bin doch noch hier. Ich bin Groot. Ich bin Groot. Nee, warte, ging das nur? Ich bin Groot. Ich bin Groot. Ich bin noch hier. Hallo. Hallo, was machst du da? Genießt du die Aussicht? Robert, ich glaube, das Pferdchen will allein sein. Suizid. Nein, ist schon okay. Suizid, Pony. Reite zur Tat. Ja, ich habe reitet gesagt. Gibt es da unten etwas, das du suchst? Meine Würde. Sie ist weg, wisst ihr? Ich war mal ein Bingo-Pferdchen, aber jetzt bin ich's nicht mehr. Ich sollte einfach da reinhopsen. Ach, du meine Güte. Realistisch betrachtet wirst du beim Aufschlag nicht sofort sterben, sondern dich wahrscheinlich nur sehr schwer verletzen. Außerdem sind andere vor dir auf dieselbe dämliche Idee gekommen. Also erwartet dich da unten keine Erlösung, sondern nur alte Knochen und Schmerzen. Okay. Wow, Laura, du solltest Seelsorgerin werden. Ja, ich weiß. Aber der Wind muss ja irgendwo herkommen, wenn er aus diesem komischen Loch herauskommt. Was die Windbrunnen nennen. Und wenn das so ist, dann muss da unten ja eine Öffnung sein. Also werden wahrscheinlich die ganzen Bruder auf der anderen Seite, in China, in Australien, wieder rauskommen aus dem Loch. Wer weiß. Was ist denn ein Bingo-Pferdchen? Bingo ist das älteste Spiel der Welt. Dazu brauchst du Bälle und Pferdchen, die Bälle treten. Aber nur gut aussehende Pferdchen. Ich verstehe. Du bist zu hässlich. Der Ansager hat gesagt, ich sehe aus, als hätte ein Wulub eine Aubergine verprügelt. Außerdem habe ich meinen Ball verloren. Dann bin ich abgehauen. Oh Mann, an deiner Stelle wäre ich da schon längst runtergesprungen. Laura, ich finde, du bist wunderschön. Danke. Das hat mir noch keiner gesagt. Und du auch, Pferdchen. Okay. Ich wollte gerade sagen, das spricht doch Laura an. Wie kann Kronk denn überhaupt, dass ein böses, scheißhässiges Pferd ist? Kronk, ich bin enttäuscht von dir. Dreck die Abo. Warum denkst du denn, du wärst nicht hübsch genug? Oh, als Bingo-Pferdchen muss man wahnsinnig gut aussehen. So ganz unrealistisch. Und meine Mähne sieht angeblich aus, als hätte ich sie mit einem Ziegelstein gekämmt. Stimmt. Sie sieht schlimm aus. Laura! Ich kann mich gar nicht auf dein Gesicht konzentrieren. Laura, wir haben darüber geredet. Außerdem seht ihr ja, dass mir irgendwie das Einhorn abgebrochen ist. Und mein Glückshuf, mit dem ich die Bälle auf die Zahlenfelder getreten habe, ist abgewetzt. Und ich habe meinen Ball verloren. Sicher, dass das alles ist? Dein Fell sieht auch ziemlich... Laura! Laura! Ich glaube, wir müssen das Hufeisen wiedergeben. Tja. Das ist echt, also, Alter. Hartz-IV-Pferdchen. Kann es sein, dass diese ganze Bingo-Pferdchen-Sache ziemlicher Humbug ist? Humbug? Das sind die schönsten Ponys Asposiens. Es ist nur Bingo. Laura, was haben wir über anderer Leute Träume zerstören gesagt? Nicht machen. Also, nicht machen. Was stimmt nicht mit dir? Naja, die anderen haben alle so Silbermähnen. Meine Mähne glänzt einfach nicht mehr. Ich fürchte, wenn wir ihn zum Glänzen bringen sollten, mit irgendwas in die Mähne knallen, dann darf er sich ja nicht mehr waschen. Sonst verliert er das Ganze. Wenn er sich nicht mehr wäscht, ist er für später verranzt und verfilzt. Naja, aber ich glaube, wir müssen ihm unser Hufeisen, Schrägstrich Hufeisen, nämlich wirklich Magneten, nachher geben. Und Glück müssen wir ihm auch geben. Naja, ich bin gespannt. Was ist denn mit deinem Horn passiert?
Oh, das ist der Grund, aus dem ich eigentlich hier bin. Jetzt bitte nicht so eine traurige Lebensgeschichte. Es war ein ganz normaler Tag. Mist. Und ich habe meinen Bingo-Ball getreten und die Leute waren total beeindruckt. Das war echt nicht meine Schuld. Da lag ganz plötzlich eine Bananenschale. Du bist ausgerutscht? Was? Nein, ich war abgelenkt und bin gegen die Wand gelaufen. Ich habe Angst vor Bananen. Du hast dir das Horn abgebrochen, weil du in eine Wand gerannt bist? Ja, blöde Wände. Ich habe auch Angst vor Wänden. Alter, ernsthaft jetzt. Das hörst du so jetzt. In einem Raum, wo man Bingo spielt. Das ist echt scheiße, wenn man Angst vor Wänden hat. Guck mal, ein Riesenphosphor. Alter. Mit deinem Glückshuf scheint doch alles in Ordnung zu sein. Bäh, nein. Das sieht doch furchtbar abgewetzt aus. Ich habe so einen Tick, dass ich immer dran rumknabbern muss. Der Ansager hat auch gemeint, ich kann so nicht rumlaufen. Dann habe ich noch mehr geknabbert und dann bin ich abgehauen. Wenn das dein schlimmstes Problem ist, solltest du doch springen. Alter. Laura! Und wozu braucht man so einen Bingo-Ball? Also wir Pferdchen treten unsere Glücksbälle in die Zahlenfelder. Jedes hat seinen eigenen Bingo-Ball. Den zu verlieren ist, als würde man... Naja, seinen Bingo-Ball verlieren. Seems legit. Wo hast du ihn denn zum letzten Mal gesehen? Mal überlegen. Also ich hatte ihn noch, bevor ich den Abhang runtergerollt bin. Danach war er weg. Und mein Fell sah so aus. Mir ist alles Mögliche drin hängen geblieben. Ich hatte sogar eine Wollmaus drin. Abhang? Warum hast du das gemacht? Die anderen Bingo-Pferdchen haben gesagt, ich trau mich nicht. Die haben hinterher dumm geguckt. Ja, das ist natürlich wieder ein tolles Rudelverhalten. Okay, tschüss. Nicht darunter springen, solange wir weg sind. Unsensibel. Du darfst dir das nicht übel nehmen. Sie ist innerlich tot. Ja, das stimmt. Und trotzdem lieben die sich. Komm mal hier, Zu weit weg. Können wir? Der Lehm ist zu trocken, um irgend... Irgendwas anklicken? Ich hab da echt so ein... Echt, manchmal ist es echt einfach. Das sieht bröselig manchmal aus. Manchmal ist es echt... pass auf. Das ist zu schwer für mich. Ja, klar. Also manchmal sind die Dinge sehr, sehr leicht und manchmal sind sie sehr, sehr schwer. Das ist... Ich weiß auch nicht. Wie, nein? Amana. Amanako. Gut, aber ich glaube, wir brauchen das nachher als Horn. Und wer weiß, was wir brauchen. Aber ist ja auch egal. Was wollte ich jetzt? Erstmal wieder zurück switchen. Danke, ich kaufe nichts. Ich frage mich, wo Windbrunnen ihren Ursprung haben. Passt irgendwie nicht zusammen. Ich hab da gerade irgendwas gesehen. Siehste, man konnte noch was anwählen. Das möchte ich mir jetzt auch angucken, weil... Wir nehmen alles mit. Hui. Ich kann die Hauptstraße sehen. Geht ganz schön tief runter. Oh, abgerutscht. Scheiße, tot. Dazu fällt mir nichts ein. So, jetzt können wir das nämlich doch anklicken. Das konnten wir gerade eben nicht anklicken. Ich verstehe es nicht. Es dreht sich ganz langsam. Nein. Ich kann doch nicht fliegen. Geh da lieber nicht zu nah dran. Da vorne ist es viel zu windig für dich. Das heißt, nein ist es nicht, oder? Nein, ich gehe da nicht hin. Naja, komm, egal.
Wir gehen mal zum Stadttor zurück. Also Dinge sind so offensichtlich, manchmal sind sie so einfach. Oder sind sie doch wieder so schwer. Ich weiß es nicht. Da geht's wohl zu Zu Gronk. Scheint eine geschlossene Gesellschaft. Der böse, böse Gronk. Ach, guck mal. Ein Fels. Es wird schon einen Grund geben, warum das hier ist. Ja, aber wir es gleich benutzen müssen. Das ist zu schwer für mich. Ich glaube fast. Laura ist die Starke. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Können wir denn oben den Dingsbums holen? Wieder zurücklaufen. Das stresst mich. Oh, ist fast wie Sport. Oh. Ja, die kann das nämlich abreißen. Siehst du? Sie ist die Starke. Ja. So, Laura. Das müsste klappen. Warum auch immer wir das getan haben. Aber wir brauchen das Ding gar nicht als neues Horn. Ach, guck mal einer an. Ja, das kennen wir doch. Das können wir doch. Aus dem ersten Teil. Auch nur die es gesehen haben, weil die Dinger hier hingen unter der Decke. Da kam der Wind nämlich hier. Ja. So. Robert. Jetzt können wir die Phosphors auch angucken. Interessant. Die schlafenden Phosphors blockieren den Flusslauf. Und es saufen nicht. Ich kann doch nicht fliegen. Ach, Junge. Das sieht aus wie Noten. Ob ich die spielen kann? Ja, kannst du. Das sieht aus wie Noten. Das klingt gar nicht wie eine Flöte. Sondern eher wie eine Oboe. Oder eine Klarinette. Egal, jetzt haben wir schon zwei. Können wir das jetzt nass machen? Am Flut. Ja. Ich kann leider nicht töpfern. Conroy hat mir kein Hobby erlaubt. Oh, ein alter Fisch. Ein alter Fisch? Wie kommt der denn dahin? Tja, vielleicht war die Stadt mal unter Wasser. Bei Wild Patrol wohl genau, wa? So komme ich da. Ja, ich will den Charakter. Da muss ich nur fliegen, ne? okay. Ja. Nett. Gewalt ist keine Lösung. Doch. Ein Fisch. Eine Kräde. Eine Kräde. Wo ist eine Kräde? Was, eine Kröte? Mach sicher eine Kräde. Ja. Ja, gut. Dann können wir mit der Fischkräte Dinge tun. Vielleicht kann er mit seinem Fell bürsten, obwohl er nachher nach Fisch riechen wird, aber er wird es wahrscheinlich tun. Ja.